Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen die Sowe, wir setzen die Sowe-Ente fort. Und zwar müssen wir noch heute durchziehen bis 0 Uhr ungefähr. Dazu stellen wir den ersten Abfahrer wieder ein. Ja, dunkel. Eigentlich ist dunkel nicht meine Geschichte, liebste Geschichte bei, sondern eher, naja, wir stellen mal die Fahrer ein. Die Drescher haben wir keinen Kurs gespeichert, nein. Und dann nehme ich hier nochmal einen Helfer. Was eigentlich blöd ist, wir haben Verband gearbeitet, ne? Ja, das ist jetzt blöd in Anführungszeichen. Da wir hier mal gucken. Würde im Großen und Ganzen funktionieren, aber ja, der fährt hoch und runter, ist dann da fertig. Okay, was soll's? Machen wir Bestes draus. Kurs neu berechnen möchte ich jetzt nicht, das ist mir jetzt zu umständlich und wird garantiert dazu führen, dass es nicht so klappt, klappen soll. So. Den normalen Helfer. Der hat einen fast vollen Tank, ja gut. Hier stellen wir auch nochmal einen Helfer ein. Im weiteren Verlauf werden wir sicherlich eingreifen müssen, entsprechend umsetzen müssen, dass er woanders weiterarbeiten kann. So, geht's rüber auf Feld Nummer 42, da ist eh nur einer. Und hier ist halt noch vorgewendet, das machen. Da werden wir selber fahren müssen und wir werden den mal einsteigen und den dann mal ne? Die beiden fahren ja nun und Audrey fährt auch. Okay. Wir machen hier die vorgewendet selber. Die Runde fertig. Und später haben wir selber das mehr Licht. Mehr gibt's nicht. Würde ja persönlich ja lieber am Tage arbeiten, aber da ja das Wetter für Regen angesagt hat und die Ernte leider bei Regen nicht funktionieren würde, muss ich leider jetzt auch im Dunkeln arbeiten. Gezwungenermaßen. Aber ich sag mal ganz vorsichtig, ja. Es wird gehen müssen, ne? Diese Ernte ist die letzte Ernte, die wir jetzt hier durchführen werden. Dann werde ich alles versuchen, fahrzeugmäßig am Hof zu sammeln, beziehungsweise auf ein Feld neben dem Hof. Also Feld 12 kommt dann mir jetzt mal in Frage. Und die Tiere müssen weiterhin versorgt werden, die Tiere müssen umgestaltet werden. Zwar von dem Stall, dem Kuhstall, den ich mal zusätzlich gebaut habe, da muss wieder weg. Aber da müssen voll Tiere raus. Er möchte abgefahren werden, ja gut, dann kann er gleich mal, ne? Dann können wir gleich mal, ne, leer machen. Halten wir an. Ich sehe nichts, seht ihr was? Passieren tut nichts. So weit weg. So gemein, ne? Jetzt geht was. Bleib stehen, Junge, bleib stehen, bleib stehen. Tut, tut. Du gehst im warmen Leben auch, ne? Da wird getudelt entsprechend. Ja, aber erst. Was haben wir hier eingestellt eigentlich, ne? Gucken wir. So 65.
Der hat noch einen Marsch gehabt, 75. Kann am Traktor liegen, an den Breitreifen, ich weiß es nicht. Gehen wir auf 065, 0, 5. Kommt ein bisschen dichter ran. Wir können weiter arbeiten. So, mal schauen, was der Ratz macht hier. Normalerweise ist ja die reif, da fährt er ja durch. Junge. Ich hatte ja mal ursprünglich mal hier Ratz vorgesehen gehabt. Und dann ist es nicht gekeimt. Nun ist es aber plötzlich gewachsen. Und zwar blüht es jetzt. Ne? Können wir im Grunde froh sein, dass es nicht reif ist. Dann hätten wir richtig Probleme mit dem Schneidwerk, weil das ständig nicht funktionieren würde. Also ständig auf Raps umgestellt werden, ne? Das ist richtig ungünstig. So, fahren wir auch wieder ein. Ob man das die Ernte auf Feld Nummer 47 gut läuft? Solange kein Fahrzeug da steht, unten Alarmmeldung, gehe von aus. Auch hier seht mal kurz die Ansage, dass Livestream jetzt in Zukunft eigentlich nur noch zu besonderen Anlässen kommt. Also eine runde Folge, Tausende, 500 oder ja, auch 800 oder 900 Euro, kein Problem. So am Freitag, die Nachfrage ist einfach zu gering. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich da Livestream mache und letztendlich keiner reinschaut, und das wird ja am Ende den Algorithmus von YouTube in den Keller ziehen, und davon habe ich nichts, habt ihr nichts, und keine neuen Zuschauer werden vorgeschlagen. Das ist dann letztendlich für mich nicht befriedigend, und für diejenigen, die zuschauen möchten, im Allgemeinen, dann sicherlich auch nicht. Wenn Höhe, ja, wenn das so gewünscht wird, habe ich damit kein Problem. Aber ansonsten ist es für mich weniger stressig, Anführungszeichen, weil Freitag nach der Arbeit ist es schon mal eine extra Belastung, kann man sagen. Und es kostet mir einfach schlichtweg Zeit, die ich dann ein paar andere Sachen machen muss, ne? Also Haushalt etc., ne? Also was man halt so anfällt, ne? Und außer Freitag ist ja auch meistens viel Konkurrenz unterwegs, und das ist, ich kann mir mit den großen YouTubern nicht messen, das ist halt so, ne? Ist ja eine ganz andere Zuschaueranzahl von vornherein sich erarbeitet, gönne ich den auch. Ja, ich muss dann erstmal hinkommen, und das muss man immer nach und nach und hocharbeiten über die Folgen, regelmäßig über die Woche. Und das dauert halt ein bisschen, und zerren die so die. Ich habe es probiert, ich habe gedacht, naja, jetzt das kommt ja richtig viel, und na, ist nicht der Fall, aber lass uns auch mal bleiben. Ich lasse es ruhen. Ich sage aber gleich, es kann sein, dass irgendwann ein Update kommt, wo der alte Spielstand dann nicht mehr geht. Und dann ist da erstmal von Null angesagt, und das ist, muss ich mir echt überlegen, ob ich das dann antue. Ne? Also ist ja zeitlich gesehen ein hoher Aufwand. Ne? Sehr hoher Aufwand. So, kann der Abfahrer kommen. Ne?
Nur langsam. Ja, hier der Umzug. Ja. Die Karte soll ja nun im Oktober kommen. Ich meine, ich bin da skeptisch, sag mal so. Soweit ich mitbekommen habe, sind sie in der Testphase. Und wenn Fehler gefunden werden, ist es mir lieber, man macht es in der Testphase, die Fehler findet und dann entsprechend fehlerfrei veröffentlicht wird, als wenn da hinterher es Probleme geben könnte, ne? Hauptsächlich mit neuen Spielstandbeginn und so. Vorbereiten heißt für mich, dass ich alle Fahrzeuge zusammenstelle. Fahrzeuge, die ich nicht mehr brauchen werde, verkaufen werde. Die Kühe müssen alle in einen großen Stall. Das Lager muss leer gemacht werden. Entweder verkaufen oder ja, ne? Globaler Markt ist die Möglichkeit, die gute. Und wir können dann halt mit einer hohen Summe neu anfangen. Wir verkaufen dann die Felder komplett. Wir verkaufen überall Grund und Boden. Wir werden alle Gebäude verkaufen. Weil letztendlich müssen wir alle Gebäude neu setzen, also die noch nicht da waren. Also das heißt hier Lagerhallen, die ich gebaut habe. Lagerhallen zum Durchfahren. So, bis voll. Schura arbeitet. Ah, er kommt. Nicht zurücksetzen. Bin drinne. Deswegen kann ich nicht einsteigen, ne? Jetzt hört man da keinen Sinn. Ja. Das dazu, ne? Also Livestream erstmal keine. Ja, besser. Bin sicher dran. Haben wir noch viel zu machen hier? Ja, da ist noch ein bisschen Button da. Wie gesagt, muss ich eingreifen wegen, ja, ich hätte mit Kursplay das anders machen sollen, ne? Also. Aber gut, das ist jetzt. Hätte ich speichern sollen, in dem Sinne, ne? Feld, hat sich auch belohnt. Und nun spät. Vielleicht kommt hier noch gleich ein Abfahrer und macht das gleich leer. Und dann können wir uns weiterspringen. Direkt zum nächsten Abschnitt. Vom Wetterbericht her sagt hier ab 0 Uhr Regen und das ist wird spät, ne? Also da vorne ist ein muss ich eingreifen. Sehe ich gerade so. Der John Deere und der Metal Ferguson mögen sie nicht. So. Ich habe bei Alltag ein bisschen justiert. Bisschen.
Dann ist Kurs ein bisschen leichter gewesen, aber gut. Was ist nicht, ne? So. Ich sehe gerade die verkehrte Richtung. Hier ist ja Felder mit mehreren Winkeln. Das heißt, so wie man fährt, so fährt er auch, ne? Das bedeutet, es kann auch sein, dass er was stehen lässt, ne? Sollte eigentlich gut klappen. Noch erst einsammeln kann man sagen und dann gleich über zum nächsten Ecke. Ne? Kommt der jetzt zu mir? Bin ich fast voll. So, bin voll. Groß ausgefahren, ne? Ja, aber kommt nicht zu mir, den Brüche. Nach langer Zeit ist hier mal in Thüringen trocken. Auch längere Zeit. Aber sonst war hier immer Regen, Regen, Regen. Also ganz schlecht. Für die Ernte. Oh. Verdorrt, verfault. Fangen wir einen Gegensatz an, auch an der Ecke. Und dann können wir sagen, okay. Wir müssen ja so näher nacharbeiten, also von daher ist das im Grunde egal. Gut. Sollten wir jetzt voll kriegen eigentlich, den Drescher hier, mit dem Rest. So, Lüschauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein für die heutige Folge. Montag, ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ja, man sieht sich und hört sich vielleicht morgen wieder zur nächsten Folge. Bei, fangen wir mal bei der Marsch an, ne? Ja, da geht es auch um die Ernte letztendlich. Ja, dann sagen wir tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Morgen geht's hier weiter. Ich hoffe, dass wir noch durchziehen können, bis der Regen kommt. Tschüss und gewinke. Bis dann und tschüss. Tschüss.